Hallo Freunde und willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Irgendwie ist gerade der Kreis hier oben bei der Sanduhr ganz schnell abgelaufen. Ah, okay, jetzt wird er wieder langsam. Das ist gut, dann können wir ja wieder bei Goal versagen. Aber davor, was ich ausprobieren wollte. Ich meine, sie sieht uns vielleicht nicht. Sie sieht uns höchstwahrscheinlich nicht, aber man kann es ja trotzdem mal versuchen, diesen Helm mit dem Terminal zu verbinden. Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fetzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Na, ist doch schön. Nennen wir das mal Plan P. P wie pur im Totfall. Verdammt, warum habe ich ihn schon für meine Wochenendpläne vergeudet? Na gut, also ist das keine Option. Keiner da. Der Fahrstuhl ist leer, wir haben Goal gerade verpasst. Aber das ist ja nun auch wieder nicht so schlimm. Gut, wir brauchen Ronny. Ronny! Ich finde diesen Typen so blöd, ey. Wo soll ich denn? Du könntest... Ja, wir würden gerne zu den Schleusen. Nein! Na, los! Juhu! Auf den Schleusen! Und einmal den Schlegel, den Hähnchenschlegel. Nom 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 nom. Und die Echsenhaut. Und wieder in den Fahrstuhl. Gegengewicht, wir müssen doch irgendwie diesen Schlegel benutzen können. Nee, so hängt er das Ding wieder zurück. Kann man das vielleicht da austauschen? Okay, das war zu einfach. Da kann ja keiner drauf kommen. So, hier fehlt ein leerer hier fehlt ein Stecker. Da fehlt ein Klangstab. Der Red Key? Ja, das ist Absicht. Der Computerkern ist Sperrgebiet. Nur Fachkräfte mit dem pölserroten Klangstab haben Zutritt. Aber glaub mir, da willst du sowieso nicht hin. Furz langweilig ist es da. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da doch hinwollen. Aber wir gehen erstmal zu den... Okay. Ja. Hier. Genau. Chillout Zone, Fun Zone, Habitat Ring, Ältestenrat. Wir gehen erstmal zum Ring. Und geben hoffentlich diese Lurchhaut ab. Vom Pestspeichelwaran. Wie wär's mit Echsenhaut vorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Na gut, also wieder zurück in den Fahrstuhl. Wo wollen wir denn zuerst mal hin? Fun Zone ist langweilig. Also waren wir auf jeden Fall schon. Habitatsring, das können wir auch nichts machen. Bleibt jetzt nur noch Chill Zone und Ältestenrat. Und ich würde sagen, erstmal die Chill Zone. Oh, wie putzig! Küken! Katzen, Schwein, Zebra, Waschbär. Ein Hirschküken, Hamster. Und noch irgendwas. Na, das sieht aus wie ein Schnabeltierhasen. Wie eine Schnabeltierhaseneule. Ja, eine Schnabeltierhaseneule. Na gut. Guten Tag. Ein Streichelzoo. Bedürfnisse haben die Leute. Bip. Voll süß. Also die beiden hier mehr als der hier, aber naja. Dieses Geräusch, ey. So, da geht's irgendwo hin. Da ist der älteste Deux. Ein Wolpertinger-Generator. Ich werde das Gefühl nicht los, dass uns hierfür ein wenig was fehlt, bevor wir dieses Minispiel machen können. Ich habe keine Ahnung, ob es eins ist, aber es sieht danach aus. Und ansonsten scheint es hier nichts weiter zu geben. Hier ist noch ein wundervoller Knopf. Ein Rotlicht.
Inspektor Gizmo hat den Kuhwag auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Aua, heiß! Okay, Rotlicht für uns. Eine Wärmelampe. Den Küken ist jetzt kalt, das ist ein bisschen arschig von uns. Können wir das wieder reinschrauben, bis man... Nein, können wir nicht. Ach, die armen Tiere. Na gut, dann reden wir es mal mit dem Ältesten. Was für eine Weichbirne. Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Bist du einer von den Ältesten? Ja, aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Meinten, das ist also ein Streichenzobel. Alles klar, dann wollen wir mal hier nach oben gehen. Ist das Rückenhaar, das ist ein bisschen ekelhaft. Komm mal, ja, da kann man sogar rein, der älteste Uhn. Ein Zettel, das ist Eigenheim, man sieht, es ist hier eigentlich nicht so wirklich viel, was wir tun können. Wir können ja uns mal den Ältesten hier zu Gemüte führen. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Guten Tag. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Na gut, gehen wir mal hier rein. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Okay, in die Sauna kommen wir auch nicht rein. Und ansonsten gibt es ja auch nichts, was wir sammeln könnten. Nein, nein, kein Hut, sah gerade so aus. Aber hier. Hut 5, der Magierhut. Ich glaube, das müsste der aus Night of the Rabbit sein. Zum Spa. Und zum Streichelzoo. Okay, somit schließt sich der Kreis. Mit denen können wir auch nichts anfangen. Die Worst Things Wurst. Worst Things Wurst. Der Automat für ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Na gut, vielleicht müssen wir uns ja einen Wolpertinger machen. Und da reinstopfen. Der älteste Treus. Ob das einer dieser Ältesten ist? Alt ist er jedenfalls schon mal. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Alles klar. Aber ansonsten ist hier auch nicht so viel los, wenn ich das mal so sagen darf. Klappe. Okay. Datasettenschlitz. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Einen Datasettenschlitz. Das ist auch nur der älteste. Ach komm, ich mach das jetzt einfach mal. Klappe. Kann man wieder drauf machen, muss man aber nicht. Zum Streichelzoo. Ich mach das jetzt einfach. Hier unten haben wir auch noch eine Klappe. Wahrscheinlich für eine weitere Datasette. Die uns allerdings noch fehlen. Jo. Und gibt's hier auch noch eine Klappe vielleicht? Nö, hier gibt's sogar nur den Ältesten. Eigentlich mag ich das nicht hier mit so zu spielen, dass man hier irgendwo drauf gucken muss, aber na gut. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes wohnen. Bällebad. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Eine meiner wenigen Ideen, die Toni auch total lustig fand, bis die Schlangen geschlüpft sind. Oh.
Naja. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Bällebart, Schlangeneierbart kommt aufs selbe raus. So, eine Leselampe. Oh Gott. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Oh, nein. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. Den können wir mitnehmen, das stört keinen. Ein Drink. Die Cocktails hier sind... Können wir nichts mitmachen, vielleicht Echsenhaut rein. Da schwimmt tatsächlich bereits ein bisschen Haut obendrauf. Na, lecker. Plastikbälle. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Nein, Monsterfußpantoffeln. Nanu, Toni hatte recht. Nicht alles ist lustiger mit Monsterfußpantoffeln. Ich muss mich wohl doch beim Bestattungsdienst entschuldigen. Oh Mann. Na gut, dann reden wir halt mal mit Älteste Quadre. Versteh einer diese Illusianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Na klar, das haben wir zum Glück noch nie gehört. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja. Auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Toll. Nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Brrr. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Oh. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Dafür ziehen wir in den Stecker. Naja gut, dann halt nicht. Dann können wir gleich die Lampe wechseln. Aua, heiß. Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Au. Obwohl... Hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Es ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Oh Mann, ey. So viel zum Grüne-Wiese-Ansatz. Zurück zum altbewährten Verbrannte-Erde-Prinzip. Warum liegt hier Stroh rum? Okay, wir haben Stroh und wir haben den Alu-Reflektor. Das heißt, wir können uns wieder einen Hut basteln. Versteh einer diese Illusianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. So, wir haben wieder einen Hut. Voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Aber wer den jetzt bekommen soll...
Sein neuer Teint beißt sich mit dem Bart. Dafür duftet er nach Hotdog. Lecker. Willst du den Hut haben? Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Gut, wir haben einen Plastikball. Wir haben auch wir haben drei Plastikbälle. Wir haben auch einen roten. Kann man die jetzt, ich bezweifle es, dass man die jetzt ganz schmelzen kann? Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger rann, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Okay, wir haben Plastikschmelz. Als ihm der Sapsch ist das die Ironie... Können wir das in die Monstersandalen tun? Nanu, Toni hatte recht. Nicht... Ich muss mich... Nein, okay. Wir brauchen wohl eine Form. Eine Form. Weil ich habe mir gerade so überlegt, rot, wir brauchen so ein rotes Klangelement. Es ist zwar aus Plastik... Na gut, Plastik klingt vielleicht nicht gut. Aber deswegen hat mir meine Idee... Ach, nein, ich will da nochmal hin. Ich hab eine Mütze gesehen. Aha. Hut 6 von 35 waren es, glaube ich, oder? Ach, keine Ahnung. Ist das... Nein, das ist ein Stück Kissen. Na gut, da hinten ist eine Jukebox. Kann man die aktivieren? Nö. Nö, warum auch? Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man... Ja, okay. Ist gut. Fahrstuhl, wir gehen. Haben wir was dabei, was wir den Typen andrehen könnten? Okay, wir sind eh falsch. Aber wir haben nichts dabei. Es sei denn, die wollen gerne geschmolzenes Plastik haben. Obwohl wir das mal hier rein vielleicht... Da fehlt ein Klangstab. Ja, deswegen solltest du da Zeug reinstecken. Naja, gut. Dann geht man halt erstmal dahin. Hier vielleicht geschmolzenes Plastik. Das ist doch wirklich eine schöne Farbe. Hier ist und mit bunten Plastik ja, vorhin. Genau. Nicht übel. Die lassen sich super abwaschen. Andererseits wirkt Plastik immer so billig. Findet ihr? Ich hatte jahrelang Bettwäsche aus dem Zeug. Okay, kein Plastik. Aus Alu vielleicht. Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Und vielleicht noch... Ach, Tanner. Ja. Ein Drink. Könnte ich auch gerade gebrauchen. Nein, danke. Alles... Und wir... Ach, Tanner. Na gut, dann wollen wir mal nochmal in die Chill-Out-Zone gehen. Chillout Zone. Und wollen versuchen, ob wir nicht vielleicht dem Typen geschmolzenes Plastik auf den Rücken gießen können, damit er dann keinen Bock mehr hat. Ich störe ihn lieber nicht bei der Arbeit. Okay, das geht anscheinend nicht. Vielleicht können wir ihm hier einen Hut aufsetzen. Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich Trottel wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Na gut, können wir dir einen Drink anbieten? Ein Drink gefällig? Nein, danke. Ich habe noch. Wieso setzt er das immer erst wieder ab? Na schön. Den Küken ist kalt, da können wir auch nichts mehr machen. Hier. Können wir denn hier irgendwas erledigen? Plastikschmelz. Können wir das hier irgendwo reinfüllen? Ich klicke wie wild umher, aber es funktioniert alles nicht. Wir können nur rausgehen. Willst du vielleicht einen Aluhut? Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Wenn du schrittweise verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Das ist aber irgendwie falsch. Ich finde, naja. Die Streicheltiere. Können wir den Streicheltieren vielleicht... Ah, ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal in die Funzone. Willkommen,
Eile ja, und vor allem Spaß! Ja, ehrlich, Spaß. Wir machen mal die ersten paar Teile. Kann man sich... Oh Gott, runter und schießen. Wir machen mal alles außer... Das... Ah, das war zu weit. Nein! Mach dich ab. Wir machen mal alles außer das Autorennen und davor gehen wir wieder. Vielleicht funktioniert das Ganze dann. Fun Score. Wo sind denn die letzten? Gebietscan. Irgendwo ist hier einer. Na, nehmen wir den. Ah, toll, nicht erwischt. Wo könnten die sich rumtreiben? Komm doch mal aus dem blöden Bällebad raus, meine Fräse. Sonst halte ich das ganze Zeug in eine Wärmelampe. Nee, aber echt mal, sie könnten jetzt so langsam wieder auftauchen. Und der letzte bitte noch. 4 Dank. Das waren wohl die. Dann jetzt noch einmal Golf spielen. Und das Einhorn einmal wegballern. Im Pool. Ein bisschen rumblubbern. Finde ich gut. Kann man mal machen. 4000 und jetzt gehen wir wieder. Wenn wir da wieder hingehen, haben wir... Willkommen, Sammler, Spiele und vor... Immer noch nur das eine frei. Hm. Vielleicht hat unser werter Freund noch was zu sagen. Du, Mac? Ja? Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Denk dran. Noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein, das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hatte ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Ach, Deponia retten kann ich auch von hier aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist, dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoldi, dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. Bis später. Oder früher. Oder beides. Na gut, ich glaube, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und mal schauen, ob wir irgendwas erreichen können mit dem Zeug, was wir haben. Wir haben einen Drink. Was wir damit machen sollen, weiß ich allerdings noch nicht. Und wir haben einen Aluhut. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Also, Freunde, bis zur nächsten Folge. Tschüss.